herzlich willkommen zur ersten Sendung im Jahr 2019 bei eurem AWH Movie Sondersender NRW TV Ultra D Web TV. Die erste Sendung im Jahre 2019 und ihr seid mit dabei. Im Hintergrund seht ihr Göttingen, Niederdeutsch Schöttingen, ist eine Universitätsstadt in einem Südniedersachsen oder in Südniedersachsen. So. Mit einem Anteil von rund 20% Studenten. 20% Studenten, oder sind wir beim Kern der Sache? Da war ein Indischer, der am 13. Oktober 1974 geboren wurde mit dem Namen Prashant und mit einem Künstlernamen Prabhakar. Sein Name ist Geschichte. Ja, auch er war oder ist immer noch irgendwie ein Student in Oettingen. In Schöttingen, ja, Niederdeutsch, die sagen Schöttingen, wir sagen Göttingen. Herzlich willkommen zu Prashant und seinem Fanclub. Ja, da komme auch ich ins Tragen, ich lege das mal hier weg, ins Tragen. Ich werde auch gleich nennen, wer aus Sicherheitsgründen das Foto gemacht hat. Also es war im Cinemax in Göttingen, Prashant Prabhakar von ML fotografiert. ML Fotografie, aus Sicherheitsgründen nenne ich das jetzt, weil ich bin zwar derjenige, welche der demnächst Film, Foto und so Sachen machen wird und auch einige Rechte freigeben wird. Das nachdenkliche Bild von Prashant. Am 13. Oktober 1974 in Indien, eigentlich Prashant Jaiswal. Jaiswal ist ein deutscher Schauspieler indischer Herkunft. So, 2002 wanderte er ein in Deutschland. Ja. Er fing an in Göttingen, wo 20% der Studenten er einer wurde und hat angefangen zu studieren. Irgendwann hat er zu sich gesagt, ich werde Schauspieler. Prashant wird Schauspieler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dadurch entstand natürlich dieser sogenannte Fanclub. Ich muss mich immer hier bewegen. Also das ist die erste Sendung, die ist aber leider spontan, das merkt ihr. Weil ich euch Göttingen näher bringen möchte, ja, das erstmals 1953 als Göttingen, ganz komischer Name, aber ist urkundlich als Göttingen 1953 erwähnt wurde. Ist nämlich ein Dorf, circa 150, ich rede ja doch, es könnte sein, im Jahr 2017 wurden 134.824 Bürger gezählt. Und Prashant ist ein Bürger von Göttingen, auch genannt Schöttingen. Ja, im Umfeld des St. Albani Kirche, ja, die also im Jahre 1213 das Stadtrecht und die Marktflecken in Göttingen erlangte, ist natürlich und bleibt natürlich ein Dorf, das ist richtig. Ich wollte ihn jetzt besuchen, kam jetzt leider nicht dazu, deswegen möchte ich eine Hommage an ihn senden mit diesem Video bzw. mit dieser Sendung. Ich hoffe, diese Sendung gefällt. Die ist improvisiert. Ich habe also kein Skript, ich habe mir auch nichts ausgedacht, bin an sich in einem anderen Modus, aber ich mache diese Sendung heute hier, weil wir diesen Fanclub gegründet haben durch ein Gespräch. Wir beide hatten uns unterhalten, beziehungsweise wir hatten nicht nur uns unterhalten, sondern wir hatten den ganzen Tag mit zu tun, weil er beschäftigt, ich beschäftigt, habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache jetzt sofort hier, während wir uns unterhalten, einen Fanclub auf, okay? Und da sagte er, haha, da bist du gehangen wie gefangen, mein lieber Freund. Und dann hat er natürlich nicht aufgehört und hat mir dann natürlich diese sensationellen Bilder, Videoclips und alles zugänglich gemacht. Und ich habe sie in diesen sogenannten Fanclub bei Facebook eingearbeitet. Und daraufhin mache ich jetzt diese Sendung, um zu erklären für alle, was dieser Fanclub bedeutet. Er gehört Prashant, er ist für Prashant. Ich habe ihn zwar gegründet, das ist richtig, und ich leite ihn auch, ich passe auch auf, dass nicht zu viele Fehler passieren. Am Anfang waren kleine Fehler, deswegen passe ich jetzt auf, dass da keine Fehler entstehen, dass ich da, also wie gesagt,
ein bisschen mehr Konzentration. Aber ich kann mich nicht immer so konzentrieren. Ja, deswegen mache ich jetzt diese Sendung und erkläre euch, dass er in Göttingen lebt. Jetzt zur Zeit, so eben gerade aus Hamburg wieder zu Hause eingereist ist, weil er dort in Hamburg wieder einige Aufträge erledigen musste. Er stand wieder vor der Kamera, diesmal Werbung. So, dieses Bild hatte der Fotograf gemacht, Nils Bonometti. Nils Bonometti hat dieses gemacht. Ich habe es mir jetzt für diese guten Sachen sind halt freigestellt worden durch Braschant. Er hat sie mir zugänglich gemacht. Er hat mir auch die Videoclips zugänglich gemacht. So, warum ist jetzt diese Sendung entstanden? Ja, ich hatte gestern die Hartmanns gesehen. Bei Netflix läuft ein Film, der heißt Die Hartmanns und hat natürlich was mit Integration zu tun, mit den Ausländern zu tun. Das, was 2015 passiert ist. Frau Merkel hat die Grenzen freigegeben, hat gesagt, kommt alle hier hin, ihr seid... Ne, und so, wissen wir ja Bescheid. Sondern auch ein Integrationskurs. Und das ist meine Tochter, die Sophie. Sie ist Psychologin. Und sie wird mir im Laufe der nächsten Monate helfen, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Hallo. So, stellt euch einfach mal vor. Euren Namen, wer ihr seid, was ihr später mal machen wollt. Wer möchte anfangen? Darf ich? Ich bin Braschant. Ich bin aus Pakistan, ich bin gerade 16 Jahre alt geworden und ich möchte gerne Friseur werden. Friseur, das ist mein Traum. Ja, fein, Braschant. Danke.